gibt's doch nicht! Um Himmels Willen! Ich kann die Scheiße nicht mehr hören. Ivo Grilic hat seinen Rücktritt angeboten. Wir haben den Rücktritt angenommen. Der MSV Duisburg erlebt ein Desaster. Abstiegsplatz, die schwächste Defensive der Liga und aktuell ohne sportliche Führung. Wie konnte es dazu kommen? Wir schreiben den 37. Spieltag. Der Zweitliga-Absteiger MSV Duisburg steckt mitten im Aufstiegskampf. Die Zebras führen 2:1. Es läuft die Nachspielzeit. Vielleicht auch der zweite Tor! 92. Minute, Leon Dayaku mit einem Wahnsinnstrich zum 2:2. Ein einziges Tor, das am Ende die Rückkehr in die zweite Liga kostet. Ein Trauma, von dem sich der MSV bis heute nicht erholen konnte. Der Start in die neue Saison geht komplett schief. Nach 8 Spieltagen steht der MSV, einer der Aufstiegsfavoriten, auf einem Abstiegsplatz. Die Folge: Trainer Thorsten Lieberknecht wird entlassen. Lieberknecht, der Coach, der aktuell mit seinem Team Tabellenführer in der zweiten Liga ist. Als Nachfolger präsentiert Ivo Grilic den bei den Fans umstrittenen Gino Lettieri. Schon da beweist Grilic fehlendes Gespür. Lettieri wird nach 2 Monaten bereits wieder entlassen. Als Feuerwehrmann wird Pavel Dotschev geholt. Unter ihm gelingt der Klassenerhalt. Doch die Lage beim MSV bleibt angespannt. Im Sommer holt Grilic dann hoffnungsvolle Neuzugänge. Mit Marvin Bakalorz, Kolja Pusch und Rolf Fälscher soll der Kader verbessert werden. Aber die Realität ist von Anfang an Abstiegskampf. Nach 11 Spielen wird auch Pavel Dotschev entlassen. Der MSV steht wieder auf einem Abstiegsplatz. Der letzte Trainer, den Ivo Grilic einstellt, ist Hagen Schmidt. Es gleicht einem Experiment als letzter Versuch. Schmidt kommt als U17-Trainer aus Gladbach und mit ihm soll ein unverbrauchter Trainer die Lage in den Griff bekommen. Das Hauptproblem des MSV? Die Defensive. Im Winter wird aus der zweiten Liga nachgerüstet. Marvin Knoll soll die Abwehr stabilisieren. Die nackten Zahlen zeigen, Duisburgs Hintermannschaft ist aktuell nicht drittligatauglich. 18 Gegentore in den letzten 5 Spielen. Auch die Leistungsträger patzen zuletzt. Das gibt's doch nicht! Wieder vor Bayern Knoll! Nach der 1:3-Pleite gegen Dortmund 2 bietet Ivo Grilic seinen Rücktritt an. Die Verbundenheit zum Verein kann man ihm nicht vorwerfen. 18 Jahre beim MSV. Vom Spieler direkt zum Sportdirektor, das sucht deutschlandweit seinesgleichen. Aber am Ende hatte Grilic kein glückliches Händchen. Er hat einfach zu viele falsche Entscheidungen getroffen. Das Bundesliga-Gründungsmitglied steckt mitten im blanken Existenzkampf. Trainer Hagen Schmidt bleibt vorerst im Amt. Aber er muss den Abstieg mit allen Mitteln verhindern. Sonst droht der MSV Duisburg in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.